Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier zum Marsch, Version 2.5. Ja, wie man sehen, hat die Frucht gekeimt und ich habe noch einen Traktor auf dem Feld stehen gehabt. Den fahren wir natürlich erstmal zurück zum Hof, bevor wir hier weitermachen können. Und zwar wollte ich mir gleich den ausleihen für Flattenschutz und dann gleich mal die Felder großflächig spritzen. Man sieht, das wächst schon Unkraut. Und das wollen wir ja nicht, ne? Und solange hier keine Frucht gewachsen ist, aber hat schon gekeimt, dann können wir es behandeln. Können wir besser sehen, wo wir langfahren müssen, ne? Machen wir die ganzen Kurse weg. Das flackert ganz schön, ne? Ich hab zu viel, ich sehe gerade Mist. Den könnten wir rein theoretisch auch noch Düngeproduktion gebrauchen. Und den Güllewagen könnten wir nehmen und Gärreste auffüllen für Düngeproduktion. Das werden wir auch vorher machen. Also das ist irgendwie viel Arbeit auf einmal, aber irgendwie das schaffe ich irgendwie schon irgendwie. Also, so, den stellen wir hier mal auf rein. Ja, da wo die Gerätschaften für die Aussaat sind. Im Winter haben wir Zeit mal zu reparieren und Wartung zu machen. Unsere Zeit haben wir da keine Zeit für. Den Mistfahrer den machen wir gleich mal selbst. Hier die Lage ist auch schon wieder fertig. Das ist super. Kühe melden sich auch. Die müssen morgen versorgt werden, ne? Gruppe. Genau. Kühe melden sich auch und Heu und Stroh. Das wird reichen für dieses Jahr, ne? Und Stroh reicht auch, also da habe ich keine Bedenken. Ich habe noch ein zweites Lager. Im Hauptlager ist auch noch was drin, im großen Silo. Also von daher Stroh. So. Einmal anschmeißen die Sache hier, dass vielleicht nächstes Mal hinfahren können und er wieder arbeiten kann. So. B. Der Mist gibt jeden Tag einen Schwung dazu. Und dann wäre mir blöd, wenn wir das nicht nutzen würden, ne? Na, wo kommt der schon? Die Wolken ziehen und morgen Rübenschnitzel voll 15 km/h. Solange nicht Blocking meldet. Ob Blocking meldet schon wieder Optimum? Oh je. Muss ich mal gucken hier. Na, der fährt hier. Einer fährt. Fährt der nicht? Achso, das ist unser. Wieso? Also das klappt nicht so richtig mit Kalk holen. Also das ist eigentlich der richtige Modus. So. Das habe ich hier auch. Minimale Entfernung. Könnte man also nicht sein. Es könnte über Kursberg funktionieren, also. Wusste ich das nicht. Mal ganz kurz hier wieder. Einstellen. Wie gesagt, da gibt es ein Update für eine neue Version von Cosplay. Da könnte ich gut zusammenhängen. Also müsste und ich könnte. So, Dünger. Das Dünger wird fast reichen. Fast. Ja, gut. Wenn nicht, gut, haben wir Pech. Dann müssen wir halt schauen. Ist eigentlich eingestellt normalerweise. So, wo war ich stehen geblieben? Mist. Ah, das klappt super. Wie gesagt, der Mist soll ja nicht so BGH jetzt, sonst wäre es unsinnig. Dann wäre die wieder voll und das ist jetzt vorgesehen für die Düngeproduktion.
Und wenn wir gleich nachher die Gärreste holen von der BGA, und das müssen wir auch nicht gleich zum Anfang machen. BGA, einsteigen. Könnte auch Gülle nehmen. Das ist in dem Fall egal, aber Gülle würde ich hier verkaufen. Schnell beeilen, bevor der andere da ist. Dann gehen wir auch kurz auf den hinteren Trailer. Wenn wir nicht irgendeinen Punkt haben, die Gülle hier abgeben. Die Gülle wird aber nicht angezeigt, ne? Das ist das einzig Blöde. Ich sehe so, dass die nächste Lage wird angenommen, übernächste wird nicht schwierig. So. Ja, ein bisschen weiterfahren. So. Das ist ein Feld reif, was ist drauf? Mist wollte ich machen. Zu viel auf einmal. Den Stress mit Season wollte ich. Quatsch, mit Stress. Den Stress mit den Bay und Entler, also mit den Erdnern aussehen, das hatte ich ja vermieden mit Seasons. Und jetzt kommt die Produktion dazu, ne? Auch stärkere Traktoren. So, die Gärreste läuft voll. Das andere läuft auch. Ja, Mist ist schon fast alle. Ups. Bremse und abkippen. Jetzt können wir ja nebenbei noch den Gärreste holen hier. Jo. Geht nicht zu. Ach, die berühmte Endtaste. Hier ist irgendwo doppelt belegt. Alter. Da muss ich wieder mal zurücksetzen, die Standardeinstellung, und dann geht es vielleicht wieder. Aber dann habe ich hier 40% Lenkung, da muss ich aufpassen. Hier unsere Kalkrechnung, ne? Ja, Kalkproduktion könnte man. Naja, gut. Kann man ja machen, ne? Ich wollte Dünger fahren, ne? Unkrautvernichtung durchführen, ja, so ist das halt, ne? Was vornehmen, was nicht klappt. Aber wie gesagt, dann ist ja fast Feld Nummer 65 fertig mit Düngen. Müsste alle ausreichend sein. Und wenn fehlt ein bisschen, dann werden wir halt entsprechend da. Ja. Kann er sich ja nachholen normalerweise, wenn es klappt, ne? Da fahren wir mal von oben ran. Ist ja nicht auf der Straße versteckt, ne? Rauskippen. Denn Dünger ist ganz wichtig. Also sobald wir mit der nächsten Aussaat beginnen, also da wo jetzt Hopfen ist und da wo jetzt den Rüben waren oder so. Bei der Rüben sollen ja Dings hinkommen. Da soll ja. Na, da soll ja
Hopfen hin. Für nächstes Jahr. Geht ja nicht mehr, aber nächstes Jahr. Und Mist kann ich noch eine Fuhr reinbringen. Aber Dünger haben wir auch reichlich da. Das reicht schon eine Weile. Und der kann das wieder voll machen, ne? Voll gemacht werden. Ja, die Dresche brauche ich noch einmal für Hopfen. Ja, da brauche ich aber dieses Steinwerk, damit andere haben. Das ist hier an einem Schuppen. So, und dessen kann er jetzt sich auffüllen und dann können wir gleich mal die. Ja, da werde ich kurz kaufen, nützt ja auch nichts. Na, hier. So. Gut, dann kaufen wir mal, also immer mal Geld holen. Nutzt ja auch nichts, brauchen wir ja sowieso. Das Ding kostet ja ein bisschen was, ne? Und bleibt ein bisschen Geld. Aber das wird, wie gesagt, mit Bierverkauf, wenn der Preis wieder passt, dann haben wir es ja verdient. Dann ist, sollte nicht das Problem sein. Denn wir haben so viele Felder mittlerweile, dass sich da das schon rentiert. So, 700.000 Kontostand. Das passt. So, Fahrzeug. Das haben wir noch nicht gekauft. Aber hier. Und zwar Pflanzenschutz. Hier achte ich darauf, dass die Geschwindigkeit auf dem Feld passt. Hier ist 50 km/h und 12 auf dem Feld. Es gibt hier, der macht hier zumindest 25, ne? Und der könnte auch düngen. Oder kann düngen. Jo. Zurück. Jetzt zurück. Normal kaufen ist Quatsch. Einmal reicht's. Und dann gehen wir gleich zum Händler. So. Das haben wir gesehen. Was hat da oben? Ach, hier ist ein Kanal. Ja, heute 20 Uhr, hat er mir gesagt. Neue Produktion. Ich weiß am besten, also alles mache ich sowieso nicht, das ist zeitlich gar nicht machbar. Das ist jetzt schon, muss man sich einen Plan machen, ne? Theoretisch. Aber wer macht schon natürlich alles, wie man das so denkt, ne? Also Düngeproduktion müssen wir eine Weile laufen. Minus 14.000 Dollar, das war garantiert der Düngefahrzeug. Oh. Da muss ich mir gucken, ob ich da so ein Mod habe für Dünger beladen. Also mal gucken, ich dann nicht. P. Okay. Gibt es garantiert so eine Station, wo man nicht kaufen kann, sondern beladen kann. Das ist alles Station, da kann man nur kaufen. Immerhin, ne, wenn man nicht hat. Und das nicht. Das auch nicht. Silos. Erweiterung Hoftank, Tankerweiterung, Hoftankstelle, Fahrsilo. Hier, Saatgutlager, Düngerlager, da kann man ja das eigene einladen. Das ist ganz gut, ne? Für das nächste Mal, ne? Wenn wir was bauen. Muss ich sehen, dass ich da mal bei Gelegenheit was ändern werde in der Position. Und spätestens im nächsten Jahr, dann müssen wir da entsprechend wir den gleichen Behälter wegnehmen und dann gucken wir uns da haben. Ich glaube 80.000.
Dann schaue ich mal hier kurz nach. Wir haben Kompost, Landschutz. Was fehlt, ist Wasser und Wasser. Wir brauchen nur Wasser. Ach, kaufen wir Wasser. Das ist ja nicht so teuer, ne? Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen jetzt entscheiden, was wichtiger ist, ne? Wasser umherfahren oder das hier notwendige Arbeit zu machen. So, rein mit dem Zeug. Den Tabak haben wir noch da, dann müssen wir sehen, ob wir das nächste Mal Tabak im nächsten Jahr auch noch anbauen. Ne? Also ich fange gleich mal hier vorne an, Feld 2. Oder Feld 21. 21. Und dann geht das dann weiter mit, ja, die ganzen Felder halt, die Rapsfelder halt fertig machen. Ne? Das machen wir nicht mit Crossplay. Das kann sein und wird sein, dass wir sie irgendwo fest. Ja. Da hängt irgendwo auf, ne? Das wollen wir ja nicht. So. Wow. Einer ist fertig. Jo, das ist gut. Das muss der Dünger teuer sein. Maximum ist Dünger teuer. Gehen wir gleich mal hin. Und entlassen und dann checken wir zum Hof. Standard, Hof und ja. Dann müssen wir die Traktoren demnächst mal umrüsten, ne, auf die anderen Traktoren. Den Mods wieder rausnehmen. Gut, so Zuschauer, das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Ja, in dem Falle wird es dann tschüss. Tschüss. Und bis dann und ciao. Tschüss.